Die Menge der Primzahlen ist eine Menge, die die Mathematiker seit jeher kirr macht, weil die Menge der Primzahlen irgendwie keine richtige Struktur zu haben scheint. Es wirkt so, als sei die Menge der Primzahlen irgendwie unsystematisch. Und man versucht seit jeher gewisse Systematiken da reinzubringen oder Systematiken zu finden, und es ist gar nicht so einfach. Zu beweisen, dass es unendlich viele Primzahlen gibt, ist noch eine der einfachsten Übungen. Ich nenne Ihnen mal eine andere. Schauen Sie mal. Es gibt sowas wie Primzahlen, die dicht beisammen liegen. Die 2 und die 3, die liegen dicht beisammen. Okay, die liegen direkt nebeneinander. Das sind auch die einzigen beiden Primzahlen, die direkt nebeneinander liegen, weil später sind zwei Zahlen, die direkt nebeneinander liegen, ist immer eine davon gerade. Kann keine Primzahl sein. Okay. Aber was spannend ist, also Sie sehen, die Primzahlen liegen mal direkt oder mal dicht beieinander, sodass nur eins dazwischen frei ist, und mal weiter auseinander, hier wie zum Beispiel bei der 31 und die 37, die liegen weit auseinander, da sind jede Menge Zahlen dazwischen, die keine Primzahlen sind. Und bei der 5 und die 7, da ist nur eine Nicht-Primzahl dazwischen. Und jetzt ist immer interessant, wie viele dieser Zahlen gibt es eigentlich, wo nur eine gerade Zahl dazwischen ist. Also wo sozusagen zwei ungerade Zahlen, die direkt nebeneinander liegen mit einer Geraden dazwischen, dass das beides Primzahlen sind. Also die 3 und die 5 zum Beispiel, ne, die liegen direkt nebeneinander. Haben wir noch welche? Die 5 und die 7? Finden Sie noch welche? 41, 43, noch welche? 17, 19, noch eine? 11, 13, noch welche? 29, 31, na gut, jetzt bin ich ja rausgerutscht, egal. Und so weiter, ne? So. Jetzt kann man sich fragen, sind das alle Primzahlzwillinge, nennt man die? Sind das alle Primzahlzwillinge? Könnte noch mehr geben, ne? Wir haben nur die Primzahlen bis 50 rausgenommen, also bis zu 100 könnte es auch noch welche geben. Fallen dir welche ein? Sicher, 71, 73. Sind Sie sich nicht ganz sicher? 71, 73? Klingt gut. So, jetzt die Frage, gibt es unendlich viele Primzahlzwillinge? Das ist ja mal eine spannende Frage. So ähnlich wie gibt es unendlich viele Primzahlen. Gibt es unendlich viele Primzahlzwillinge? So, kann ich was verraten? Es hat bis heute noch keiner rausgekriegt. Oh. Wir sagen, das kann einen echt verrückt machen. Ja? Es gibt eine Aussage, ich nehme mal die Aussage, es gibt unendlich viele Primzahlzwillinge. Und als Mathematiker wollen Sie wissen, ist die wahr oder falsch? Gilt die oder gilt die nicht? Und Sie kriegen es nicht raus. Sie finden natürlich riesige Primzahlzwillinge, und die beiden größten Primzahlzwillinge, die gefunden wurden, sind wirklich riesig. Ja? Aber Sie wissen nicht, ob es noch größere gibt. Und selbst Sie können auch Computer ransetzen und das ausprobieren lassen natürlich, aber irgendwann werden die Zahlen so immens groß, dass die Computer Jahre brauchen, um den nächsten Fall zu testen überhaupt. Und Sie denken, okay, es könnte noch zwei größere geben, aber vielleicht gibt es auch nicht zwei größere. Man vermutet, dass es noch größere gibt, aber man weiß es nicht. Und man kann es auch nicht beweisen, es hat noch keiner einen Beweis gefunden. Und das Schlimme in der Mathematik ist, das Tragische ist, es kann auch sein, dass es gar nicht bewiesen werden kann. Es kann sein, dass es gilt, aber dass es keinen Beweis gibt. Zumindest nicht mit den Mitteln, die man hat oder so. Aber das soll Sie nicht davon abhalten, es mal auszuprobieren. Setz dich doch mal ran. Vielleicht finden Sie einen. Bestimmt hat irgendjemand schon einen Preis ausgeschrieben, wo es ganz viel Geld dafür gibt. Ich würde es ausprobieren. Oder, also es ist gar nicht so einfach, Primzahlen zu finden. Ne? Besonders wenn man wirklich in extrem große Zahlbereiche, Zahlen geht. Also was weiß ich, 2
hoch eine Zahl und diese Zahl hat, keine Ahnung, 1 Million Stellen oder so. Ja? Riesige Zahlen. Ist so eine Zahl eine Primzahl oder nicht? Es gibt so ein paar Schemata, mit denen man Primzahlen finden kann. Dafür langt die Zeit jetzt aber nicht. Das gebe ich Ihnen zu lesen auf, wenn Sie praktisch jetzt das Kapitel fertig lesen über Primzahlen. Das Kapitel über Primzahlen lesen, da sind ein paar Beispiele erwähnt, die ganz eindrücklich machen, dass die Menge der Primzahlen eine wirklich verrückte Menge ist. Ja? Okay, zum Abschluss möchte ich noch für unsere YouTube-Zuschauer was sagen, ja? Und zwar, wenn Sie hier draufklicken, Herr Strübeck, haben Sie, ja? Wenn Sie hier draufklicken, dann sehen Sie die Videos von der letzten Woche. Videos der letzten Woche. Hier, wenn Sie da draufklicken, sehen Sie die Videos der vorletzten Woche. Der vorletzten Woche. Also hier draufklicken oder da draufklicken, aber ganz wichtig ist natürlich, dass Sie hier draufklicken und damit abonnieren Sie den Channel. Okay, bis nächste Woche.